und zeitlich ist das so, ja, ja, wir lernen uns ab, so viel mal zusammen. Okay, ja, musst du klatschen? Ich wollte auch. Okay, ja, guter Start. Ja, okay, jetzt haben wir beide geklatscht. Hallo, hallo, hallo Andres. Servus, Duschi. Servus. Alles gut? Ah, jetzt weiß ich schon, wie du heißt, aber... Ja, ja, genau. Jetzt wollte ich mich auch vorstellen. Ich bin der Andres, Gitarrist von Black Inhale, schon seit 2 Jahren mittlerweile, ja genau. 9 Alben zu hören. Und ja, verschiedene Bands gespielt schon in der Szene und so, sagen wir so, glaube ich, ein Teil davon schon seit über 8 Jahren sicher. Das kann mich nicht mehr erinnern. Aber ja, ich kann mich noch erinnern. Theory schon. Theory, ja. Theory war... Wann war das EP draußen? 2011? Okay, noch viel mehr. Aber ich habe immer noch das T-Shirt. Ja, die waren cool. Cool, man, aber es hat ein Loch irgendwo da unten. Ja. Aber wirklich? Ja, also die Qualität vom T-Shirt war jetzt nicht so gut. Es gibt aber gut, es gab eine Retourpolizei, aber... Ehrlich? Ja, kann ich es dir jetzt bringen? Hast du noch neue zu verkaufen? Oder? Nein, ich habe nichts mehr. Ja. Eventuell den Rafi hat was. Ich glaube, der hatte sogar noch eine. Okay, also es gibt noch versteckte. Wenn dann hat er... Ich glaube, ich habe eine. Muss schauen. Ja. Okay, okay. Also dich, obwohl, du bist jetzt recht bekannt. Ja, selbstverständlich. Ja, man kennt mich überall nur nicht in Wien. Nein, aber ja, hallo, ich bin der Dusche von Visions of Atlantis, eine Symphonic Metal Band aus Österreich. Ich spiele dort seit 2016. Ich habe angefangen so als Aushilfsgitarrist und bin seit dem vorletzten Album fix dabei. Und ja, Was gibt es sonst zu sagen? Ja, ich spiele natürlich schon länger Gitarre, ich war auch bei anderen Bands unterwegs. Aber ja, das ist ja jetzt nicht mehr so wichtig. Aktuell habe ich jetzt nur dieses eine Projekt und das lastet natürlich auch aus. Man läuft. Also ihr seid außer dieses Jahr natürlich, aber recht viel unterwegs, ne? Naja, es ist ja natürlich ist schwierig. Dieses Jahr wäre eigentlich jetzt ein ziemlich orges Jahr gewesen für uns. Also wir haben total viel geplant gehabt. Es hat angefangen mit einer Europa-Tour im Februar. Die war noch. Ja. Das war das letzte. Da waren wir auch in Italien zum Beispiel. Mhm. Also wir waren so gerade in der Zeit, wo es aktuell worden ist, so in Norditalien unterwegs. Danach bin ich ziemlich verkühlt gewesen. Also eventuell hast du es schon gehabt. Ja, gefährlich, gefährlich. Ja. Und direkt nach der Tour sind wir dann direkt nach Amerika geflogen. Mhm. Wir haben Amerika-Tour gestartet quasi. Und die war halt dann, ja... Die wurde halt dann abgebrochen, mehr oder weniger. Und wir hätten dann nochmal Europa gehabt und es wäre noch ein zweiter Part Amerika geplant gewesen. Und das ist halt jetzt alles weg. Und ja, also es wäre super viel geplant gewesen, aber es ist nicht so viel stattgefunden. Ja, bei uns natürlich ein bisschen eine kleinere Lage, aber es wäre auch ein unglaublicher, also für mich seit in meiner Karriere sozusagen wäre das größte Jahr gewesen, was Gigs angeht. Also ich hätte wirklich größere Bühnen gespielt, als ich noch nie gespielt hatte und viele, viele Festivals und es war wirklich alles geplant. Irgendwie ist alles weg. Es war sehr traurig am Anfang. Es war aber das Lustige, eine Sache zum Beispiel, dass wir gerade das Album rausgebracht haben und also am Anfang haben wir gedacht, okay Mann, genau dieses Jahr kommt das Album raus, voll der Fehler. Auf der anderen Seite, das hat eben meine Frau gesagt, stellt euch vor, es gibt kein Album, also es ist wirklich so ein leeres Jahr, sprich keine Gigs und ihr habt es auch nicht rausgebracht und es ist irgendwie so, puff, also ein komplettes Jahr weg. So gesehen finde ich, okay, zumindest ist das Album rausgekommen, wir sind präsent in irgendeiner Art und ja, es wird schon, ja, im Herbst kommen schon ein paar Kleinigkeiten, also hoffentlich wird das, und solange ich weiß, die meisten Festivals von dieses Jahr werden übernommen für nächstes Jahr. Also, ja. Noah ist schon fix und ja, die warten auf die anderen noch ein paar Zusagen, aber es schaut gut aus. Also, ihr hättet Noah gespielt heuer, ne? Ja, ja. Und ich spiele es nächstes Jahr. Also, was? Fix. Wir spielen auch nächstes Jahr. Achso, ja, für 2022 fix übernommen. Ja, aber ja, Hauptbühne, ich habe noch nie. Also, Hauptbühne? Große Bühne, na. Also, echt cool. Ja, Noah habe ich noch nie gespielt. Was? Ja, noch nie. Und ich war auch noch nie am Noah. Was? Ja. Also, ich war mein ganzes Leben lang noch nie am Noah Rock. Ich war Noah weder cool. als Musiker noch als Zuschauer. Als Zuschauer habe ich es lange irgendwie, weiß nicht, boykottiert, mehr oder weniger oder so, weil ich mir dachte, so ein Riesenfestival interessiert mich nicht, taugt mir nicht so. Heftig. Und ja, irgendwie, es war irgendwas ein Festival, was mich nicht so von der Art her nicht so interessiert, weißt du, es war so... Aber die Line-Ups,
Die Lineups waren immer mega. Das ist halt. Das war ein paar Mal. Also, das ist immer das Problem. Also mit Thomas mal, oder? Weiß nicht. Na. Aber ich war. Ich glaube, viermal oder fünfmal. Allerdings. Ja, irgendwann war nicht ich so nur schlecht, so nicht tagesweise. Oh ja, es ist so die ganzen in Zelten und so vielleicht. Na gut, aber dafür bin ich so alt. Das aber hört man halt oft vom Noah, weißt du, dass es einfach eigentlich focused ist um Zelten und Saufen und ja, die Musik eigentlich gar nicht so wichtig ist, auch wenn das Line-Up mega ist. Und das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Okay. Und generell mache ich halt diese riesen Festivals nicht jetzt als Zuschauer. Ja, okay. Also da gehe ich eher auf was Kleineres, irgendwas so. Was ich immer gemacht habe, war zum Beispiel Metal Days, wie heißt denn jetzt? Früher Metal Camp, jetzt Metal Days, das in Slowenien. In Slowenien. Gibt es auch. Ich hätte, solange ich wusste, das wäre das letzte Jahr ja, genau, gewesen, weil die bauen irgendeine Autobahn da drüben. Mhm. Also, ja, heuer war die letzte, ja, das letzte Mal gewesen. Also die, keine Ahnung, urschade. Ich finde, das war immer extrem cool, urcooles Location. Hatte so irgendwie so ein See oder so. Oder? Der Fluss genau, runter. Da könnte man schwimmen. Der so eiskalt war, dass du vom Campingplatz am Fluss ins Festival reinschwimmen können. Ohne? Oh, wow. Ja, das war extrem cool. Ich habe jedes Mal so einen Sonnenbrand gespielt da? Ja, 2017, glaube ich. Okay. Ja, mit Marilyn Manson. Ach doch, ja, das hat, aber ich hab, glaube ich, gar nicht gesehen. Nur Backstage kurz. Die haben halt ein eigenes Stockwerk haben sie gehabt für ihn und der hat auch sein eigenes LAN gehabt, das Manson LAN. Also das Wi-Fi war nur für ihn und so. Ja. Ja, okay. Das ist eine andere. Und sein Stockwerk hat man dann nicht betreten dürfen. Aber, in der Liga. Ja, crazy. Aber ja, aber dieses Festival war lustig, weil da habe ich eine Story dazu. Von Metal Days? Ja, genau. Pass auf. Also das war 2017 und ich glaube 17. Und da hat Amon Amarth doch gespielt. Und wir waren schon fertig mit unserem ganzen Zeug und so und waren Backstage und haben gesoffen und waren schon recht betrunken. Und so, ja. Und zwei Backstage-Räume weiter war Amon Amarth. Okay. Und wir haben Urhunger gehabt. Und wir hatten aber nichts mehr. Es war irgendwie alles aus. Ja, das Catering war auch aus und so. Und irgendwie gehe ich da so vor und sehe, in den Backstage-Raum von Amon Amarth, da stehen so Pizzaschachteln rum. Oh. Und es war aber niemand mehr da, ja, und die haben sich nämlich vorher schon von uns verabschiedet gehabt, ja, so, und die sind so gegangen und ich habe gedacht, so, ah, da steht wofür Pizza rum, scheißegal, jetzt nehmen wir uns diese Pizza. Und in dem Moment, wo ich diese Pizzaschachtel komme, kommt ein Typ von Amon Amarth zurück und erwischt mich, wie ich seine Pizza flader. und ich fange an zum, nehmen sie, kriege Urpanik, renn zurück in meine Backstage, der rennt mir nach, sucht die Pizza und ich so, fuck, und ja, im Endeffekt war es dann aber nicht so schlimm, wir haben dann die Pizza quasi geschenkt. Okay, und wenn du es wirklich brauchst, dann hat er das verstanden. Er hat das verstanden, dass ich die direkt wirklich gebraucht habe. Ich habe die Urpanik gehabt, wie ich vor diesem Wikinger-Guy davongelaufen bin. Super. Aber wir waren dann noch im gleichen Hotel und haben dann am Abend noch Bier gesoffen miteinander. Also es war alles okay. Okay. Aber ja, gut. Der Hunger ist manchmal stärker als die Vernunft. Ja, das glaube ich auch. Und da, ja, ich meine, die ganze Tage lassen Pizza, du kannst es ja nicht. Ja, was soll man? Dann muss man nehmen. Also, niemals Pizza stehlen. Aber ey, Essen. Ihr habt auch den Cruise gespielt, oder? Den Full Metal Cruise mal? Ja, zweimal. Also das, was Essen angeht. 16 und 19. Das war einfach. Also, da. Also, Essen technisch ist natürlich ein Traum mit den Millionen Restaurants. So, niemand, ja, aber warst du in den teuren Restaurants auch? Es gab einer von den teuren, wo man bestimmte. Also manche Sachen musste man zahlen, glaube ich. Aber es war cool. Also im Prinzip musste man auch nicht. Also alles, was inklusiv war, war gut genug. Aber ja, war mal überall. Also ja, ich war einmal in diesem Sushi-Restaurant. Da war mal. Nein, da war ich nicht. Da war ja, ich nicht. Das hast du extra zahlen müssen und so. Ja, genau. War aber relativ okay. Ja. Ja, aber sonst, ich meine, dieser Wind Chamber und so, das ist eigentlich auch voll okay. Also ja, wo du oben das holen kannst. Es ist einfach Menge. Also, du kannst die ganze Zeit. Ja, du hast da alles gegessen. Ach, ich habe auch eine Geschichte. Ich bin eigentlich mandelallergisch. Und wir sind da im Schiff. Und ja, es gab Eis. Ne? Ich fange an, so, Eis ist meine Schwäche. Also die ganze Zeit Eis gegessen. Und ich telefoniere, weil da war man noch erst gerade im Hafen so in Marseille gerade weggegangen, aber ich hatte noch Empfang. Und Marseille? Ja, wir sind eingestiegen in Marseille. Einen Tag später. Warte mal, wir sind gerade auf zwei unterschiedlichen Booten. Na, du bist auf der richtigen, wir sind auf der europäischen. Ich bin Amerika. Ja, du bist in der 7000. Ja, 70.000. Ich dachte, ja, wir sind hier. Nein. Das ist sicher
Aber okay. Unsere hat das Sushi-Restaurant auch gehabt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Standard. Ja, okay. Das ist die europäische Variante. Ja, aber ich war noch nicht auf der europäischen dafür. Okay. Nee, die ist ein bisschen kleiner. Aber das ist die Wacken-Sache, oder? Genau, das ist der Wacken-Sache. Full Metal Cruise. Das ist ein bisschen kleiner, glaube ich, auf alle Fälle. Und exklusiv. Ich würde sagen, ja, der Line-Up ist schwerer in dem Fall. Also, ist ein bisschen. Es ist für Deutschen lustigerweise und das ist halt sehr viele deutsche Bands. Wer hat gehandlined? Also wer waren die großen Bands? Bei uns war dieses Mal, wie heißt das? Diese 80s Wannabe Band. Steel Panther? Ja, genau. Steel Panther waren die. Siehst du, danke. Das ist meine Spezialität. Ja, also, genau. Da kenne ich mich aus. Genau. Da sind wir aber eingestiegen, genau, zurück in diese Geschichte zu gehen. Und ich hatte gerade Eis und ich telefoniere mit meiner Frau. Nee, die so, ja, es gibt voll viel Eis. Und ich so, ah, gut, was isst du gerade? Ja, dieses, irgendwas Mandel und so. Also, was? Also, ja, voll gut, das ist schon mein drittes. Also, was? Warte mal kurz, Andreas, du isst gerade Mandel-Eis? Ich so, ja. Also, du bist gerade irgendwo im Meer ohne deine Allergietabletten und kommst auf die Idee, Mandel-Eis zu essen. Also, ja. Ja, aber wenn es so schön ausschaut. Ja, ist nichts passiert. Gar nichts? Nein, es ist. Wir wissen immer noch nicht, was genau die Allergie ist. Es ist anscheinend Mandeln gemixt mit irgendwas, was ich noch nicht weiß, was es ist. Dann kann es ein bisschen reagieren, aber es ist nichts passiert. Nichts passiert? Nein. Hast du die Show spielen können? Ja, obwohl der erste, ich weiß nicht, ob er das schon mal gehabt hat. Es war irgendwie so um 19 Uhr. Ich hätte näher so 23 Uhr war das Slot draußen. Und schon ab 19 Uhr, ich dachte, ja. Ist das wirklich so oder ich bin sehr krank? Ja. Genau. Wirklich, wir sind von 7 Uhr rausgekommen. So, aber ich sehe die Leute alle so, bist du deppert, das ist brutal, wie es sich bewegt. Und dann habe ich halt jemanden gefragt und die sagen, na, das ist nicht normal, heute ist der volle Strom draußen, das wird wahrscheinlich mit dem Gig, also Outdoor-Gig nicht mehr. Und ich habe gesagt, na, schauen wir uns das an. Wir sehen nur, wie die ganze Fullstags. Also, okay, das wird nicht mehr. Und es war wirklich die ganze Zeit, die war schon so schlecht. Und da haben wir einfach drinnen gespielt. Und ich habe angefangen zu headbangen. Und ich war so, ich glaube, ich lande irgendwann mein Publikum. Es hat sich so brutal bewegt. Und ich habe gesagt, ja, es ist selten, aber ab und zu ist es wirklich so schlecht, dass es stoppt einfach nicht. Das, irgendwann bist du im Bett so. Wir haben noch nichts getrunken. Ja gut, ich weiß nicht, ob ihr das auch... Ja, bei unserer ersten Cruise hatten wir das am letzten Tag. Mhm. Da war auch der Megasturm und so. Und da haben sie auch alles abgesagt draußen. Okay. Aber da habe ich dann so viel getrunken, dass ich nicht mehr gewusst habe, ist es das Schiff oder bin ich. Also das war dann egal. Aber ja. Aber da haben sie auch alles abgesagt. Das hat der Schlo gesagt. Also, er hat gemeint, ja, das Problem ist, du hast so wenig getrunken. Also, wir haben es nicht bemerkt. Dann merkt man es gar nicht mehr. Ja. Das ist so die einfachste Variante. Also musst du es wissen, bei uns ist, ich bin der Bravste mit Abstand, was die Party angeht. Also diese, und ich bin der Jüngste. Also ich, go figure. Ja, aber du kannst doch lernen. Du kannst so lernen. Ja, aber boah, also unser Drummer, der schon über 40 ist, Meister. Also, obwohl der ist eh tot am nächsten Tag. Schlo ist eine Maschine, also der, weißt du, der Burgenländer, der kann saufen. Das ist nicht normal. Ich muss sagen, bei uns ist auch der Drummer, der am meisten sauft. Ja, bei uns, ja, der Boris auch, aber der ist auch dementsprechend am nächsten Tag wirklich Boris. Ja. Also der findest du irgendwann 18 Uhr oder so irgendwo, aber sonst. Drum und Bassist ist auch wirklich. Ja, bei uns wäre Mauro und boah. Ja, der Herbert. Ja, aber nein, die Bassisten, die sind auch immer wild drauf. Ja. Also. Hey, bei uns war eigentlich da war. Das war der Full Metal Cruise. Ja, mein Sohn war da so 9 Monate oder so. Und da kommen wir dort und ich habe gesagt, ja, wenn wir in Mallorca fertig sind, dann machen wir auch 3 Tage, also bleiben wir 2-3 Tage einfach Urlaub. Feiern wir das nach. Und wir waren in Mallorca die erste Nacht nach dem Cruise und wir sind essen gegangen und dann, okay, wo gehen wir? Alle, gehen wir vor. Und ich, Jungs, gute Nacht. Und so, was machst du? Ich gehe schlafen. Und so, wieso? Weil ich Urlaub habe. Ich kann endlich schlafen. Ich kann alle Nacht durchschlafen. So, wieso? Ich schlafe nie. Ich habe ein Kind. Tschüss. War wirklich um 22 Uhr im Bett. Dann habe ich ich wollte sogar in Mallorca trainieren. Da habe ich gecheckt, wo ich trainieren kann am nächsten Tag. Bin aufgestanden. Was, ich gehe trainieren. Jetzt komme ich um 9 aus dem Zimmer raus, gehe frühstücken. Und die kommen erst dann, die drei, um 9 in der Früh. So, Andres! So,
Wow, ich bin so froh, dass ich geschlafen habe. Jungs, bis später. Na gut, ich meine, ich muss sagen, ich war ja heute auch schon beeindruckt, weil ich habe heute so, ich check so kurz Instagram durch und sehe so deine Story, 7 in der Früh, irgendwie schon am Training. Ja. Und ich so, what the fuck? Ja, das war wirklich nicht mehr. Heute war eine Aufnahme und es war schrecklich und so. Oh, boah, nein. Also, ja. Ich bin ja viel später aufgestanden, ja. Also ich habe das erst viel später gesehen und der Okay. Mein Kind ist ja. Habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja. Na, okay, bitte. aber grundsätzlich, wie machst du das mit Training auf der Tour? Ich meine, das Coole ist, ich mache diese sogenannte CrossFit. Und das Coole ist, du findest immer überall CrossFit-Box. Und da kannst du immer so ein Drop-In, heißt das. Du rufst an und sagst, hey, ich bin da, ich würde gerne trainieren. Sagst du, normalerweise ein 20er. So, das war auch dort in der Crossbahn in Barcelona, alle dort. Und ich war so, da ist einer in der Nähe. Und gerufen, bin hingegangen. Und die verlangen 20 Euro für einen Tag dann? Genau, da kannst du einfach mitmachen. Das ist gar nicht zu wenig für einen Tag. Überhaupt nicht, das ist teuer. Weil wir, also ich habe das immer so gemacht, jetzt auf der letzten Tour, wir sind immer so in Fit-In, ja. Oder was auch immer, es gab Fit-In, war es gar nicht, aber weißt du, irgendein Fitnesscenter gesucht. Ja, keine Werbung. Ja, keine Werbung. irgendein Fitnesscenter gesucht, ja. Und halt dann immer Probetag gemacht. Also in jeder Stadt, neuer Probetag, genau, und dann so, da Probetag, ja passt, und jetzt da Probetag, okay, cool. Ja, das funktioniert. Nein, ich meine, es war so eine große Tour, da bin ich gespannt, aber obwohl, der Boris ist auch, also der hat früher extrem, Boris war mal 42 und der macht noch ein bisschen was, auf alle Fälle. Und also richtige kleine Tour haben wir jetzt nicht gehabt und das heißt, da werde ich überlegen, wirklich ein bisschen was mitzunehmen. Ich brauche halt Springschnur und eine Wand und da kann ich ja schon alles machen eigentlich, also das geht schon. Aber wäre wichtig für mich, auf alle Fälle. Auf der anderen Seite, wer weiß, wenn ich so in einer kleinen Sitz, wahrscheinlich mache ich doch Party. Genau. Ja, wir waren ja auf Tour mit Camelot. Mhm. Und der Tommy, der ist auch der totale Workout und der hat komplett alles mitgehabt. Okay, das also ist okay. Der hat mitgehabt, Kurzhanteln, Langhantel, alles mitgehabt im Bus. Das ist auch schon wieder cool. Aber gut, aber die haben einen eigenen Bus gehabt, weißt du? Also, kennt sich aus vom Platz. Ja, ihr habt es geteilt. Wir haben immer geshared, ja. Und Da musst du halt echt aufpassen, aber die haben halt einen eigenen Bus gehabt mit eigenem Platz und der hat halt echt sein mobiles Fitnesscenter quasi mitgehabt. Genau. Ja, Kettel kann man immer mitnehmen. Ja, aber Langhantel ist schon wieder was anderes. Ja, Langhantel ist wieder was anderes, genau. Das ist schon zart. Ja. Bei uns war es eigentlich immer so, dass der Platz total eng geworden ist hinten und so. Dass genau. Hast du immer zwei Gitarren oder wie ist bei dir da? Ja. Also immer. Also zwei Gitarren gibt es immer. Hast du beide, also einen als Backup oder es sind wirklich zwei Stimmungen, die ihr verwendet? Ja, ich meine, ich könnte das natürlich sagen, wie das wirklich funktioniert bei mir. Ja. Aber okay, nein, also im Endeffekt sind die beide die gleiche Stimmung. Okay. Und das heißt, okay, jetzt verstehe ich es. Du verstehst schon? Ja, verstehe, was du meinst. Ja. Wirklich? Das will ich jetzt hören. Also eher Drops einfach, wenn schon Drop Pedal oder irgendwas? Siehst du das? Da hat wer erfahren. Ja, der ist super großartig. Ja, ich mach's mit dem Camper einfach. Ah, also, ich habe das auch mit Camper gemacht, aber wir waren nicht so begeistert irgendwie. Echt, für mich passt das eigentlich voll. Ja. Ich meine, wie viel hast du gedroppt? Nicht viel. No, das war das. Ja, no, eigentlich, wir sind den ganzen Ton komplett runter. Aber eine Gitarre ist schon Drop war. Sprich, wir sind in Drop Sis. Mhm. Wir haben das Ganze einfach einen ganzen Ton runter. Das war auch nur zu testen, ob für Schlossbereich besser passt. Ja. Ja, er meinte, nein, es ist komisch. Und ja, ja, ich mache einen Halbton. Dann ist es wirklich nur super. Und ich habe echt keine Probleme damit. Aber ich habe Ganzen auch probiert, weil fand ich jetzt auch nicht so ein Problem. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du aufnehmen willst, ist was anderes. Aber wenn du live spielst, das merkt kein Mensch, dass du so einen Camper machst. Und das glaube ich. Ja, das habe ich mir nämlich auch. Da waren wir auf Tour mit einer anderen Band und die haben das auch gemacht und der hat mir das so nachher erzählt und so, okay, cool. Weil ich gefragt, warum hast du so wenig getan? Ja. Und ja, okay, nie gemerkt. Aber es ist auch eine super Idee. Also das ist ein Camper auch. Also, das ich meine, es wird halt dann langsam, weißt du, ich habe oft ein bisschen Pech so, und mir reißen relativ oft Zeiten und so Sachen. Okay. Und ich halte es einfach nicht aus, ohne eine Ersatzgitarre zu spielen. Ja? Mhm. Und wenn ich dann jetzt noch verschiedene Stimmungen hätte, dann wird die Anzahl der Gitarren langsam ein bisschen. Na, und wenn dann brauchst du ein Backup für also entweder ich brauche eine Backup-Gitarre für alle Tunings oder so, oder ich habe einen Typen, der es mal umtunt, aber das habe ich nicht. Na, aber das ist nicht also, der Gitarren-Tag ist immer noch nicht drin. Schrecklich, ja? Schrecklich. Oh Mann. Ja, das wird der Traum. Hauptsache, wir haben einen Drum-Tag.
Das haben wir auch nicht. Ja, doch. So was haben wir schon. Und Boris ist, bei uns auch, in ihr Deck. Das ist auch leider. Wir versuchen, schauen wir mal, ob jemand anders den Job übernehmen kann, weil der Arme ist am seinen kleinen Set aufbauen und macht auch die ganze In-Ear und so. Aber naja, ich meine, die ganze Technik ist sein Macht. Also er ist der Tontechniker und er hat das Ganze gebaut und so. Und es ist großartig. Also praktisch, passt gut. Und das macht euer Sound-Engineer quasi mit? Also ich habe niemanden Techniker mit, aber den In-Ear eigentlich macht der Boris. Ist ein Schlagzeuger. Ja, unser Drummer, genau. Und ich meine, wir proben mit In-Ear. Also wir machen durch. Das hat alles geändert. Mhm. Oh, man, also In-Ear, es war komisch, aber kennst du das, wenn man probt so 3 Stunden, man kommt raus und bist du dabei müde? Das ist vorbei mit In-Ear. Da musst du einfach eine normale Lautstärke und dann kannst du ewig proben und bist du einfach nicht. Ja, Schlagzeug läuft immer noch. Ja, aber nicht so, weil der In-Ear selber auch zumacht. Das stimmt. Also für mich, es hat mich auch sehr tight gemacht, weil von In-Ear kannst du dich einfach nicht verstecken. Also wenn du einen Fehler machst, das hörst du und hörst alle. Das stimmt. Also, ja, Andreas, das stimmt. So im Ganzen, so mit Amps und es so. Es ist nicht einfach, aber das merkst du wahrscheinlich selber nicht. Mein In-Ear sofort, es springt sofort der Fehler raus. Es macht dich tighter. Es ist genau wie wenn man aufnimmt. Oder wenn du zu Hause spielst, oder die Boxen halt. Oder aber dein Amp, die am Boden ist, die ganze Reflexionen hat, dann natürlich ist es angenehmer. Und man spielt irgendwie besser. Und dann, sonst hast du den Sound da und es ist sehr. Es fühlt sich. Ja, vor allem ist es auch meistens so, jetzt ohne In-Ear, jeder schaut nur so drauf, dass er sich hört. Ja? Ja. Und dann hörst du meistens die anderen nicht genau, so. Genau. Weißt du, was der macht, egal, hauptsächlich ich höre mich da gescheit. Beim In-Ear hörst du halt wirklich immer alle ordentlich. Ich finde das auch. Es ist auch super lustig zu merken, wie die Leute sich die Mischungen machen. Zum Beispiel, ich habe prinzipiell ja Drums, meine Gitarre ist sehr laut und Stimme. Ich liebe einfach den Schlott da zu hören, dass mich. Das macht mich so, wow, ja! Okay, brauche ich zum Beispiel. Ich habe zu Stimmen urleise. Ja? Also mache ich überhaupt nicht. Genau, weil mir super wichtig. Also Stimmen habe ich echt sehr leise. Und da ist, wo ich zum Beispiel, weil er wirklich gut live ist. Das ist ein extrem tight live und gesangmäßig ist sehr super, dass ich das wirklich genieße. Also so, okay, das bringt mir, keine Ahnung, also dann fühle ich den Druck und so, okay, ja. Ja, das ist nicht das Problem, dass das nicht gut genug ist, aber irgendwie, die meisten tun es weg, ja, genau. Ich habe eher die Synths recht laut. Ich weiß nicht, ob ihr viele Synths und so Sachen habt. Na, wenn ich ein paar Spieler habe, wenn ich. Ich habe Synths relativ laut, weil die einfach, ja, keine Ahnung. Ich orientiere mich am besten an denen, das ist. Da laufen da viele. Bei uns läuft da echt viel ab und das ist halt irgendwie auch am wichtigsten, finde ich. Ja, voll. Für mich, dass das zusammenpasst, weil wenn man da halt irgendwie das verliert, das ist halt irgendwie schon scheiße. Finde ich auch, ja. Okay, das heißt 2 Gitarren und. Zwei Gitarren, aber eigentlich echt auch überall, also zum Fliegen oder so. Ich fliege nirgends mehr mit einer hin. Wir für den Cruise sind wir mit einer geflogen, ja, es war einfach nicht drinnen, das weiter zu nehmen. Es war so, oh, bitte, ich hoffe, ja, das passt. Aber das waren 2 Gigs dort. Ich habe einfach wirklich Seiten gewechselt, kurz davor und geschaut, dass alles passt bei den Gitarren. Aber es war schon stressig. Also Schloss schaffe ich immer wieder auch auf Seite zu. Mir passiert selten, aber es kann immer passieren. Also ich habe auch meine 2 Ladies. Leider hier stehe ich auf diese Warriors und das ist so ein Koffer. Das denkst du immer. Du hast die Flying, oder? Also Jackson Warrior. Yeah. Ja, schon seit ewig. Wie lange halt. Das sind diese extra großen Koffer, ja. Ja, ich weiß schon. Ja. Das ist ja verrückt und. Ja, ich hatte 2 halt der Backup, aber es ist schon Sache, wenn du unterwegs bist, dass der Koffer so groß ist. Ja, stimmt, das ab und zu wäre angenehmer, einfach die kleinere Koffer. Ja, hast du dir mal überlegt, so ein Alu-Case oder so, ich hatte am Anfang, großen? Ja, das wäre cool, aber noch nicht nötig, sagen wir so. Am Anfang, wenn ich nicht das zweite Warrior hatte, hatte ich meine Vader als Backup, der Headless-Gitarre und der Schlo. Wenn du auf der Bühne mit der Gitarre kommst, na, das geht auf keinen Fall. Okay. Du kommst sicher nicht mit deinen Händen, jetzt sind die Gitarre ist kaputt. Okay, also da herrscht ein strenges Regime da bei euch irgendwie, oder? Nein, es war mehr so verarschen. Nein, auf keinen Fall. Aber nicht nur er, alle. Also auch von unseren Booker und so, die waren alle, was ist das für eine Gitarre? Die ist kaputt, die hat keinen Kopf. Also, nein, aber es ist voll leicht mitzunehmen, weißt du? Der Kopf ist so groß. Dann, falls etwas passiert, schick. Also, na, aber das schaut schrecklich aus. Also. Ja, eventuell in dem Bereich, wo wir spielen, diese trashige,
vor allem Black and Hill war recht Thrash Metal. Dann der Standard war eine Razor, wie heißt das von Dimebag Darrell? Die Razor. Die Dean. Quasi. Das war in Trash ist das. Ja geil. Und gut, die haben so einen Headstock. Genau, der Headstock ist so ein Drum. Und eine Vader ist ungefähr so, komplett die Gitarre ist wie der Headstock von der Dean Gitarre. Also, ja, das heißt, Vader ist auf alle Fälle in momentan in der trendy Metal Bereich ist er Headless schon so Standard, das schaut nicht mal komisch aus. Aber ja, wenn du da wenn du einen Gig hast mit Destruction und also wie da in der Metal Cruise und Ugly Kid Joe und dann bist du dran mit deiner Vader, dann bist du schon so, was ist da für eine Gitarre? Aber bei Destruction habe ich gesehen, das war gestern ein Konzert in der Schweiz mit 300 Leuten. Toll. Ja, nein, aber ich sage nur, dass es überhaupt möglich ist. Ja, ich meine, wenn Fliegen möglich ist. War ein Pratteln. Ja. Z7, wart ihr da schon mal zufällig? Nein. Das ist geil. Müssen wir hin. Muss man machen. Auf jeden Fall da 300 Leute, das fand ich jetzt eigentlich arg, weil irgendwie so, ja, es gibt zu wenig oder keine Konzerte, aber 300 ist ja schon wieder fast okay. Ja, ich meine, das sprach gerade, ne? Dass viele sagen, dass man kann wieder fliegen. Keine Ahnung, wie in einer großen Flieger sitzen lokal mehr als 100 Leute in so einem Abstand. Sogar weniger als was wir gerade halten. Und ja. In einem Konzert, ja, okay, es ist schwer so zu kontrollieren, auf alle Fälle. Aber irgendwo muss die Mitte sein. Also, wenn man sagt, okay, das geht, dann sollte das andere auch gehen. Oder es geht nichts. Aber jetzt können wir uns nur hoffen, dass das zeitnah ausgestrahlt wird, dass wir nicht da die uralten News erzählen, aber. So, ja, im November kommt dann die Episode raus und dann so, ja, was reden die da eigentlich? Gehst du mal ein Konzert? Das ist voll arg, was? Ja, genau. Nein, ich glaube, die machen das schon, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie schnell das rauskommt. Wie schnell das ist editiert? Ah nein, no, jetzt bin ich editiert. Ja, siehst du. Deswegen muss das ja urschnell rauskommen. Ja, wag. Hier ist alles echt. Alles echt. Okay. Aber noch zu dem Head, also den Gitarren ohne Head. Ich persönlich mag es auch nicht, muss ich sagen. Also, ah, ich liebe das. Das geht für mich auch nicht. Das ist super. Aber ne, wenn Ich bin da zu oldschool. Ja, also. Ich meine, ich bin eh schon viel zu newschool dafür, dass ich oldschool sein will, aber. Es sind Fassen. Aber ja, zum Beispiel momentan träume ich von einer Tele. Also ich denke, ich bin halt so ein Arsch-Gitarre-Tele, das wäre super. Also irgendwie richtig oldschool. Aber Tele ohne Kopf. Na bitte. Aber Multiscale-Tele. Das wäre geil. Das wäre eigentlich cool. Ich glaube, Aristides macht eine Multiscale-Tele. Ja? Ja, ich glaube schon. Okay. Aristides ist schon cool. Aber. Na, irgendwie, es war eigentlich vor kurzem, ich hatte so ein bisschen angefangen zu sammeln, oder es hat sich ein bisschen so also sammeln, also, aber irgendwann bin ich da gesagt, also Moment, ich habe da zwei Warriors, ich hatte eine Kelly, eine Martin Friedman Kelly, und ja, das habe ich irgendwo in der Schweiz, durch einen guten Freund von mir, der Dragan, das ist von Naplauer, eine Band, der hat mich da den Typ gegeben, hey, das ist bei uns im Shop, und das war großartig, super Preis, habe es gekauft. Weil das war ein Preis, dass du es kaufst einfach. Aber vor kurzem bin ich wirklich dazu gekommen, so, Moment, was spiele ich da überhaupt von der Gitarre, die ich habe? Also jede Gitarre sollte wirklich einen Sinn erfüllen, sonst, also kein Collector. Und die habe ich verkauft. Also es war, es war eigentlich die teuerste Gitarre, die ich hatte. Den Marty Friedman hast du verkauft. Ja. Der arme Marty. Die war großartig. Warum hast du denn verkauft, wenn sie großartig war? Es hatte keinen Sinn. Also es war leider ein Hardtail, also kein Floyd. Und die Gitarre hätte nur Sinn gemacht in Black and Hell, aber da brauche ich den Floyd. Das heißt, da hat er auch, ich habe sogar überlegt, das wirklich nachzurüsten, aber ist auch wieder schade bei so einer Gitarre. Einfach anfangen da reinzubohren. Und da. Ehrlich gesagt, ich habe eine Zeit lang wirklich dieses, oh, ich würde so gerne so eine Custom Show. Deshalb bin ich, ich habe meine Warrior, also meine Haupt-Warrior seit ewig, ich habe es gebraucht gekauft natürlich und brauche nicht mehr. Also die ist super und das heißt, jede Gitarre sollte einen Sinn erfüllen. Ich habe eine 8-String, wenn ich zu 8-String-Sachen komme, dort habe ich früher viel mehr, aber ich mache noch immer Videos und solche Sachen. Mhm. Schreibe ich noch viel, es kommt was mal. Also deine 8-String, ist die auch Floyd? Nein. Nein, oder? Ja. Nein, weil die ist Multiscale. 8-String Floyd, gibt es sowas überhaupt? Die gibt es sicher, aber ich glaube beim Multiscale noch nicht, solange ich weiß. Da kann es sein, sorry,
wenn es doch gibt, aber solange ich weiß, wir es wissen gibt nicht kein, alles, ne? Kein Multiscale Floyd. Es gibt kein Multiscale Everton, glaube ich. Weil das ist etwas, das ich sehr gerne hätte, aber solange ich weiß. Ich habe noch nie. Wahrscheinlich rede ich Blödsinn. Wenn es ein Multiscale Everton gibt, wow. Das nehme ich. Ich muss gestehen, ich habe noch nie Multiscale gespielt. Das ist super. Also es macht. Also du merkst es gar nicht. Du musst einfach nur. Also es ist sinnlos. Nein, es ist nicht sinnlos. Aber ich finde eine Ace. Das ist gar nicht. Es ist sicher nicht sinnlos. Es macht viel mehr Sinn, als alle, weil die Stimmungen einfach genauer sind. Also wie du siehst, ein Klavier am Flügel ist nicht gleich, also alle Seiten ja, gleich lang, sondern die tiefen Seiten sind viel länger als die höher. Mhm. Das ist genau der Prinzip von Multiscale. Ich finde allerdings, dass bei 8 Strings zum Beispiel ist es ein Must. Also Javier Reyes spielt keine Multiscale. Also da kann man auch sagen, okay, der ist sehr großartig. Und da würde ich schon sagen, wenn etwas auf seine ESP nicht passt. Also es geht eh. Aber ich habe mal eine Standard 8 String gehabt und es war eine Katastrophe. Also wir haben relativ tief gestimmt, es hat nie funktioniert. Und deswegen habe ich sie verkauft und habe da von Kiesel eine pinke. Pinke? Ja, das war meine pinke Baby. Die habe ich schon seit 3 Jahren, 4 Jahren. 4 Jahre. Und da habe ich ja einfach gesagt, es sollte pink sein. und war nicht zum Umgewöhnen oder so für dich? Nein, überhaupt nicht. Allerdings, es gibt, glaube ich, andere Gitarrenmarken, wo das Fan, also wie Fan the Fred ist, sozusagen, mehr ist irgendwie. Ja. Das könnte mir vorstellen, dass man es merkt, aber ich habe bis jetzt, spielst du einfach normal, merkst du es kaum. Aber es lässt sich einfach besser stimmen und da musst du nicht. Ja, das war so der 8. Seite, das war schon eine 100er vom Bass genommen, dass das überhaupt wirklich an der Stimmung kommt. Das war einfach blöd. Also, da kannst du einfach ein bisschen Standard-Strings nehmen und das funktioniert schon ganz gut. Also, ich glaube, bei solchen großen Mensur, beziehungsweise so ein Bereich von 8 Seiten, macht Sinn, dass es Multiscale ist. Aber wie gesagt, gibt es auch die normalen und Typen wie davor gesagt, Javier Reyes und so spielen noch immer normalen, also nicht Multiscale. Wie gesagt, Everton geht so lang, ich weiß nicht. Also, wenn du auch Everton willst, musst du nicht. Habe ich auch noch nicht probiert, muss ich sagen. Also, aber ist natürlich cool. Im Studio ist großartig. Ja, sowieso. Im Studio ist super. Ich würde es nicht für eine Live-Gitarre nehmen. Ich mache auch, keine Ahnung, so ein bisschen. Ich weiß nicht, das sage ich jetzt, ich habe es probiert, aber ich habe es auch nicht wirklich jetzt gehabt bei mir, wo ich sage, okay, ich kann das wirklich testen. Weil das Gefühl bei Bending und so, das kannst du eigentlich einstellen. Mhm. Und das ist für mich komisch. Also ich will diese Freiheit haben, dass ich doch ein bisschen mehr Kontrollinstrument hat, nicht das Instrument sagt, nein, das darfst du nicht, das ist aus. Also, nein! Nein! Aber im Studio ist es natürlich großartig. Schauen wir mal. Es gibt in Österreich. Hast du deinen umbauen lassen? Oder? Nein, ich hab kurz überlegt und ich habe tatsächlich mit Alex von Cicero Guitars drüber geredet und ich habe gesagt, ja, ich kann es machen, aber genau bei der Floyd Rose Gitarren ist der Loch schon so groß, dass der muss da so ein Holzstück basteln und man sieht dieses Holzstück ein bisschen. Also es schaut sehr bescheuert aus. Also na okay, na, das tue ich. Aber das geht grundsätzlich schon, also dass man Floyd und Evertune kombiniert. Nein, nicht kombinieren. Floyd raus. Weil ich denke mir schon, wie soll das gehen? Nein, Floyd raus. Also im Prinzip, ich glaube, Floyd ist komplett das Gegenteil. Also nicht komplett das Gegenteil, aber ja. Das never tuned. Never tuned. Aber das, ich weiß, es gibt viele Leute, die hassen Floyd. Ich habe nur. Also solange es ein Original ist, ich weiß, diese License kann man ab und zu Probleme, aber du, ich bin seit Jahren ein Floyd-User. Du hast ja fast nur Floyd getan. Ne? Ja, und bin total, total zufrieden. Also das hat immer für mich das einmal drinnen und also die Seite gewechselt und fertig. Das ist Stress vorbei. Ja, ich habe momentan gar keine Floyd-Gitarre. Ja. Die geben eigentlich ziemlich ab. Also ich muss die mal ins Repertoire aufnehmen, weil... Man sollte... Aber es ist wieder dasselbe. Ich will wirklich Gitarren, also so viele Gitarren haben, die gespielt werden. Also es ist jetzt kein Kollektor. Ich hasse da im Studio sitzen und schauen. Ah, oh, so schön, aber ich komme nie dazu, alle zu spielen. Das ja, aber manchmal denkst du aber gerade bei sowas, weißt du, wenn du so Floyd Rose ist und denkst so, aber eine von jetzt würde ich gerne mal das machen, genau. Oder irgendeinen Effekt machen. Genau. Und dann kannst du es nicht, weil du die Gitarre gar nicht hast. Genau, also jede Gitarre muss einen Zweck füllen. Das finde ich schon okay. Also wenn du sagst, da habe ich einen Floyd, weil wenn ich es brauche, habe ich es. Das finde ich okay, dann ist es in Ordnung. Aber zum Beispiel, ich hätte nicht als zweiter Warrior, wenn ich nicht ein Backup
bräuchte dafür für Black in Hell, weil das ist seit der Gitarre zweimal. Also das ist wirklich genau die gleiche, oder? Ja, ich habe sogar älter. Die habe ich irgendwo in Japan gefunden, aber Reverb. Mhm. Das ist ein 2000er in Schwarz. Und ja, meine Hauptgitarre ist seit 2003. So ein bisschen rottlich. Aber wie gesagt, ja, ich liebe sie so, aber ja, bin ich nie nicht. Also wenn jetzt nicht die Gitarre das, also der Backup ist, würde ich sie verkaufen. Das ist genau die gleiche Gitarre 1 zu 1. Okay, also wie viele Gitarren hast du jetzt noch zu Hause? Ich habe die zwei Warriors. Ich habe zwei Kiesels, also 8 String und die Vader, die 7 String. Eine Gibson Les Paul. Das ist auch meine Standard Unterrichtgitarre. Ein Klassiker. Also ich genau. Da habe ich auch eine Fender Duo Sonic, eine ganz günstige, das habe ich für meine Schüler gekauft. Das heißt, die Schüler kann also die spielen dann damit. Die spielen dann damit. Und zwei akustischen, also eine Flamenco von Yamaha. Ah, das ist Namen wie bei Ibanez. C100, das war. Keine Ahnung. Ja, irgend sowas, ja. Das ist wie, ich liebe Ibanez, aber ich würde mir nie eine kaufen, weil ich könnte nie sagen, welche habe ich. Das ist so, und welche hast du? Die RG20.000-5. Ja, immer dummer Name, das stimmt schon. Das ist der einzige Grund. Ich habe auch eine Yamaha Akustik. Ja. Aber ich glaube, CX500 oder sowas. So. Sie ist grün. Das war das Wichtigste damals. Ich wollte eine grüne Akustikgitarre. Das war die. Grüne Akustikgitarre. Ich habe eine Frisina auch, falls du den kennst. Das ist ein Typ, der baut Gitarren aus Skateboards. Nein, das kenne ich. Das ist cool. Das ist eine Tele. Und da ist eine Akustik. Tele. Eine Tele, ja. Eine Tele mit 24 Wunden hat er mitgebaut. Also, wirklich. Also, das ist ziemlich cool aus Skateboards. Es war allerdings, also die Gitarre selber ist okay. Also, macht den Job, es ist wirklich cool. Er macht sogar den Hals auch als Skateboard. Aber das Coole war, wenn ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, okay, ich würde gerne eine Tele haben. Und er sagt so, passt, okay, ja, 24 Sekunden, ja, kann man machen. Ist ein bisschen komisch, ist ein bisschen eng, aber schaffe ich. Und jetzt musst du halt vier Skateboards wählen, weil wir machen zwei für vorne und zwei für hinten. Und das war wie Christmas. Der haut einfach so 90 Skateboards am Boden. Alle Motive und du. Wow, okay, was nehme ich? Es war super. Und das siehst du nachher auch? Also ja, genau, klar. Und sie sind wirklich gebrauchte Skateboards, das heißt, das schaut wirklich cool aus. Und, so, oh. Und da gibt es diese Skateboard-Marke Girl. Ja, Girl. Und ja. Natürlich, oh, das war perfekt. Also, okay, das nehme ich. Das muss vorne Girl und das Logo sein. Und es war wirklich wie Christmas. Also unbedingt hingehen. Also so, okay, was kann man. Und dann so zusammen, na, das passt nicht so gut zusammen. Na. Das ist ein bisschen mit Türkis. Das war wirklich lustig. Und klingt auch gut? Ja, ich habe so diese Fender Texas Special drauf. Also richtig twaggy. Das ist die twaggy Gitarre. Ja, es macht den Job. Leider wird nicht so oft gespielt. War teuer, oder? Nein, es ist nicht so schlimm. Gut. Nein. Ja. Tatsächlich, also für das ja, man hat es in eine Woche gebaut. Das war so. Und vier Skateboards verbraucht, ja. Ja. Die sind auch gar nicht so billig. Also ich war früher auch Skateboard, also Girl kenne ich noch. Mhm. Das ist ja was ein bisschen ausschaut wie das Damen-WC. Das genau, Logo, naja. So schaut die Gitarre aus. Ja. Also, wie ein Damen-WC. Wie ein Damen-WC. Nice. Das ist die Girl. Das heißt, die Girl. Habe ich irgendwo ein Video dafür gemacht und ich habe das Intro von The Gilmore Girls verwendet. Also verwendet als Intro, weil Girl. Weiß nicht. Aber ja, ich habe das wirklich genossen, den ganzen Prozess von der Gitarre. Leider, momentan komme ich nicht viel dazu zu spielen, also, aber dies. Aber weil du sagst, das wollte ich gerade dich nämlich fragen. Mhm. Genau ihn. Weil er ist der Experte hier. Weil du ja sagst, du verwendest immer nur die Sachen, die du brauchst und so. Mhm. Was ist eigentlich mit deinen 100.000 Pedalen? Weil ja, du machst da ist etwas anderes. Pedalen, der stirbt und die meisten Pedalen hat gewonnen. da gibt es keine Grenzen. Aber ich meine, also du hast ja wirklich sehr, sehr viele. Ne? Bist du depp. Meine Frau war irgendwann unter dem Studio und sie schaut so, Moment, wann hast du mit dem Blödsinn, was, die sind so viele, also, ja, no, gebraucht alles. Alles? Fast alles. No, ja, es hat irgendwann, es ist losgegangen mit Pedalen und ja, die kalte Analog-Sound und so, also ich finde es großartig, einfach wirklich, keine Ahnung, ich glaube, ich war einfach so viele Jahre in diesem Technical-Bereich und es war immer, oh, ich muss alles super perfekt. Und irgendwann reichst du ein bisschen und dann wirst du so zum Sound. Also wirklich, ich will einfach einen Akkord machen und schauen, wow, was kann ich da herumblöden. Und so hat es angefangen. Und dann habe ich angefangen, diese Videos zu machen, die, ja, also so gut gehen die auch nicht, aber es ist okay.
Aber es ist auch eine Möglichkeit für mich, ein bisschen Musik zu releasen, regelmäßig, ohne wirklich so viel Aufwand. Sprich, ich sage, okay, ich werde jetzt dieses Pedal, es ist nicht wirklich ein Review, ich zeige nur, was der Pedal kann, ich sage nicht, ob es mir gefällt oder nicht, aber es begrenzt schon, was der Pedal macht, was für ein Song das wird. Also so, okay, passt, das ist ein voll crazy Reverb, was kommt da raus, fand ich, irgendwas zu bauen. Und dann steht ein Song und danach erkläre ich auch, wie das Pedal mit der funktioniert und das Ganze. Aber es ist, wenn ich ehrlich bin, ist es eher eine Möglichkeit, ein bisschen regelmäßig Tunes rauszuhauen, wo ich sage, okay, es ist nicht nur, oh, geiler Riff, aber das passt nicht für Black in Halo, für nichts und es stirbt, sondern na, ich release es irgendwie über YouTube. Und ja, ich habe die ab und zu geschaut. Ja, also. Ich werde eigentlich, es wird ein bisschen eine Sammlung, ich werde was releasen. Also jetzt ist fix, dass ich ein bisschen was richtig aufnehmen werde. Und wie viele von denen kommen dann so in dein Live-Setup? Ah, keine. Ja, Camper. Das ist nämlich die Frage schlechthin. Leider. Keine. Ja, scheiße. No, ich hätte null. Die Idee ist eine zweite Band. Mach mal eine Band. Ich will eine Band haben, wo ich einen zweiten habe, die nur da ist, um mir zu helfen, die Pedale zu aktivieren. Das ist das Ziel. Also ich spiele und ich sage so mit irgendwelche. Und er weiß, okay, 3, 2, 5. Das soll ich sein? Ja, no, okay. du bist auch der nächste Gitarrist, auch mit so einem Computer. Gib mir mal die Hälfte von deinem. Würde ich so gern, natürlich für Black in Hell bist du unterwegs, ist Camper und du verpackst du die Profiles gleich mit den Pedalen, die du willst. Und du hast nichts dabei? Also kein extra Pedal? Nur den Remote. Weil manche Leute ja zum Beispiel noch Overdrive dazu zum Camper oder so. Das haben wir ja überlegt, dass wir die inzwischen Songs ein bisschen mehr Atmosphäre machen und das wirklich mit echten Sounds machen. Und da hätte ich überlegt, eine kleine Pedalboard zu haben. Das wäre die Idee für dieses Jahr gewesen, aber momentan steht noch da. Aber es ist wirklich mehr so tragen, mehr so verkabeln, mehr, dass eventuell nicht funktioniert. Mhm. Weißt du, beim Camper, wenn du in das. Einfache Sachen, wenn du die Send and Return, also die Fettkette aktivierst, musst du es tatsächlich aktivieren. Ne? Ja. Dann ist sicher passiert, oh Mann, ich kriege keinen Sound und es ist einfach, dass das nicht aktiv ist oder dass der Kabel von dem Send and Return nicht perfekt drinnen ist und du bist da irgendwann in einem Festival und Das heißt, das ist ein Stress, den wir uns sparen. Also alleine mit den In-Ears ist schon brutal, was man unser ganzes Schlagzeug jetzt tut, verkabeln und das Ganze und es ist immer so. Ja, es ist. Ich versuche mir so viel Technik zu sparen, weil man merkt, dann kommst du in Stress und. Ja, es ist wirklich Sache heutzutage, weil Camper es ist ja. Ist perfekt. Also. Es ist auch alles so übertechnisiert irgendwie, weißt du? Und das sind so viel und dann bei manchen Bands, wo wirklich auch am Computer so viel mitläuft und so, dann denke ich auch immer, oh. Wir waren nicht jetzt irgendwo, wo wir auf Tour waren, eben mit der Dragon Force Sache, da. Ist denen irgendein Teil ausgefallen während der Show, ja, aber da ist irgendwie alles dran gehängt und das war dann eine halbe Stunde Break, bis das alles wieder repariert war, weil es einfach nichts mehr gespielt hat, ja. Das ist zu sagen. Und früher hast du einfach gedacht, ja, weißt du, du spielst über dein Amp und es passt und alles ist fertig, aber jetzt hängt irgendwie so alles zusammen und es ist alles ein System, ist bei uns auch so. Jetzt, wenn bei uns so der... Das sind die Sessions wahrscheinlich, wir haben das auch, also wie bei uns läuft, ich weiß nicht, ob Reaper, irgendein an der Weg. Keine Werbung. Die Sessions sind da, aber wir haben zum Glück sehr wenig eingespielt und so. Es geht mehr um Click-Tracks für den Drummer und so. Das heißt, wenn das ausfällt, kann man weiter spielen. Bei uns rennt halt auch alles über das eine Rack, mehr oder weniger, und über den einen Mixer, der drin ist. Und das kann man auch so... Aber, auch aber wir haben kein Backup für den. Also wenn der jetzt ausfallen würde, hätten wir ein Riesenproblem. Ja, weil wir haben der Backup von dem bei uns ist jetzt ein Computer. Das heißt, in der Fall, wenn ich gebe, sag, machst du den Computer auf und da. Ja, bei uns rennen dann auch die ganzen Leitungen zum FOH durch und so. Und das ist dann. Das ist crazy. Also, wenn das Zeug ausfällt, dann ist das immer richtig im Arsch. Und das war halt zum Beispiel da auch so. Also, dann musst du halt ewig lang rumtun, bis da mal wieder was. Ja, das ist. Und wenn du Headliner bist, geht das ja gerade noch. Ja, dann, ja. Aber wenn du jetzt so irgendwo die Vorband bist. Ja, auf Vorband hast du dein so. Set ist eigentlich 23 Minuten. Und 18. Okay, wir packen das 10 Lieder, das geht sich aus. Und dann genau. Das war bei uns beim ersten Mal 70K. Hm? Da wären wir die erste Band am ersten Tag auf der Freiluftbühne gewesen. Oi. Und die sind einfach mit dem Aufbau nicht fertig geworden. Und dann wurden wir gecancelt und halt verschoben auf eine Indoor-Bühne. Aber die Band nach uns, da haben sie noch weiter aufgebaut und die sind dann 10 Minuten vor dem Ende ihres Sets mit dem Aufbau fertig geworden. Und dann haben die das spielen müssen, mehr oder weniger. Und die haben zwei Lieder gespielt. Die haben zwei Lieder gespielt und sind gegangen.
Und die haben aber dann kein anderes Set gekriegt. Ja, das war einfach so, ja, okay, passt, ja, ihr müsst jetzt rauf. Wir sind fertig. Aber wow. es ist immer wieder was. Also bei uns ist es oft okay, aber zum Beispiel jetzt haben wir diese Nordrock Streaming gemacht. Und ich glaube, wir sind schon voll lang. Wirklich? Nein. Genau, okay, yeah. Wir haben diese Nordrock-Geschichte, wo wir, es war dieses, es wurde gestreamt, einfach vier Bands. Wir haben damit Reverend Badflash, Kaiser Franz Josef und Silon Speer. Und eigentlich... Das war jetzt, oder? Ja, das war jetzt. Und das war eigentlich stressfrei. Das heißt, jede Band hat ewig gehabt, so fürs Aufbau und das Ganze. Und trotzdem bei uns ist irgendwas mit den Drums nicht gegangen und sie war tatsächlich im Stress gekommen, obwohl da Zeit ohne Ende war. Und da denkst du dir, das gibt's ja nicht. Ich meine, jetzt haben wir wirklich über eine Stunde Zeit für alles einfach in Ruhe. Und trotzdem kann passieren, dass irgendwas nicht spielt. Hat tatsächlich gespielt und haben wir wirklich kein Problem gehabt. Aber ja, Technik ist immer. Es wird alles so. Mir ist sowieso schon. Mir ist so viel passiert schon auf der Bühne und so. Keine Ahnung, von der Funksender wird hin während dem Konzert und lauter so Sachen, weißt du, das ja. Passiert halt immer so ein Scheiß. Das sagen viele, ja, deswegen in ihr, aber. Oh. Auf In-Ear zu verzichten. Du kannst nicht, es geht einfach nicht. Einmal In-Ear. Das finde ich auch überhaupt. Ja. Aber habt ihr trotzdem noch Wedges dazu? Oder? Ja, Mauro ist nicht so ein In-Ear-Fan. Was ich verstehe, als Bassist bist du es eher spüren. Das heißt, bis jetzt er hat Wedges auf der Bühne und hört so den Bass und so. Momentan, ich glaube, der macht nichts, der hört beides. Also er hat so ein In-Ear, aber der Bass läuft auch auf der Bühne. Ich merke es gar nicht. Und das ist dann nur auf seiner Seite, oder? Ich glaube, letztens haben wir überall gehabt. Ich habe es aber. Ich habe es im Ohr. Also ich spüre ihn durch nicht so hart. Aber er meint, es fällt ihm extrem. Was ich schon verstehen kann. Ich glaube, was ist, es kommt mehr vom Bauch, von unten. Du spürst mehr, als du hörst den Bass. Und das geht schon recht verloren, wenn du nur Ohren in ihr spielst. Ich meine, es ist schon manchmal komisch, wenn du irgendwas auf den Bühnen stehst, ja, und da ist irgendwie null Druck da. Ja, also genau. Du hast einfach nur das Zeug drin und früher ist halt schon der Bass, die Bühne wummert allerdings und alles. Allerdings, wir aktivieren ab und zu die Caps, weil es gibt Bühnen, wo der PA so weit vorne steht und das heißt, die Leute, die in der vorderen Reihe sind, kriegen das nicht mehr mit. Und wenn du keine Amps auf der Bühne hast oder keine Monitoring, dann hören die keine Gitarre. Und das ist die hören nur Schlagzeug, ja. Genau, das ist aber ein Problem. Das ist immer ein Problem. Das heißt, es ist eigentlich die beste Variante, das In-Ear, aber wenn du die Caps auch hast und eigentlich doch einen Bühnensound haben, weil da hört jeder. Ja, das müssen wir noch ein bisschen mehr machen, weil wir haben jetzt eigentlich hauptsächlich nur immer nur In-Ear gemacht. Ja, und ja. Das ist halt dann teilweise echt auf kleineren Bühnen ein Scheiß. Ja. Also das ist echt nicht so gut. Oder in einem richtigen großen Fest oder so, wo wirklich manche sind richtig vorne. Es kann sein, dass der PA da hinten ist. Und die hören das gar nicht. Ja gut, aber da ist meistens den Graben dazwischen auch und so, dass das noch ausgeht. Aber da hast du recht. Ja, ich denke mir manchmal auch, wow, ihr arme Teufel da vorne, weil das sind ja dann meistens die, die es am allermeisten hören wollen. Genau. Und sind genau die Sound. Und die haben dann quasi einen schlechten Sound. In Wahrheit müsstest du ja so Mitte stehen, ja, so irgendwie so beim FOH mehr oder weniger. Ne? Ja, das da stehst, genau. Sollte der Sound ja am besten sein. Aber dann bist du eigentlich schon wieder relativ weit hinten. Und dann kannst du nicht erst. Das heißt, die vorn sind, die stehen dann schon 5 Stunden da und die genau, die leiden, genau, das ist ein bisschen unfair. Ja, das finde ich auch. Wie ist das bei euch? Habt ihr viele so Die-Hard-Fans? Oh ja, ein paar. Bist du, ja, das war die erste Überraschung, als ich in Blacking Hail angestiegen bin. So, es gibt ein paar. Ja, es gibt eine Lady, die uns immer Kekse weckt so Weihnachten. Da kommt die Probe drauf und jeder kriegt so einen Sacker. Ich kill sie immer in der ersten Abend. So. Probe so. Ich bin leer. Es ist echt schlimm. Ich versuche immer mit Essen aufzupassen, aber sowas kannst du nicht machen. So Kekse. Aber gute Kekse. Ja, großartig. Ah, viel Alkohol drin. Ich habe mal geprobt, also ich bin nicht sicher, ob ich nach Hause fahren darf. Aber ja, wir haben ein paar wirklich irre Fans. Also das habe ich nicht gewusst oder nicht erwartet, dass es gibt ein paar. Extrem, also die fahren auch überall hin und so. Ja, das ist der oder die Lady, die immer mitfährt. Und so. Crazy. Weißt du, nicht alle Geschenke sind immer super, ja. Aber meistens schon. Das T-Shirt zum Beispiel ist auch ein Geschenk. Das habe ich von einem japanischen Fan bekommen. Wie geil ist das? Ja, und der hat nicht gewusst, welche Größe ich habe. Jetzt hat er mir zwei Größen geschenkt. Damit es auf jeden Fall passt. Das ist gut. Oh. Ja, danke. Ja, aber, kannst du seinen Namen noch sagen? nur die Kurzform Yoshi heißt er.
Ja, hat es doch können. Aber ja, voll cool. Stimmt, ihr wart schon dort, ne? Und er hat gewusst auch, dass ich Wrestling mag und so, und deswegen hat er mir quasi ein Wrestling-Shirt mitgebracht. Deswegen. Voll geil. Ja, sehr, sehr, sehr nice. Ja, das ist... Aber der war auch schon öfters da. Also, aber der ist halt generell so ein Metal-Konzertgänger. Da gibt es ja so ein paar, die ich da jetzt mittlerweile kenne, die gehen auf 150 Konzerte im Jahr oder so. Es gibt auch Leute, die es wirklich lieben. Zum Beispiel jetzt, die bekommen E-Mails jeden Tag von woanders in Europa, wo Leute fragen einfach nach einem Foto, ein unterschiedliches Foto. Die wollen auch die Autogramme haben. Weil die sammeln das von jeder Band. Also so, ja, weil meine Sammlung, könnt ihr mir ein Foto schicken. Und ich kann mich erinnern, unsere Feier, unser Booker, hat er gemeint, ja, das musst ihr vorbereiten, weil das ist normal. Und ich war so, was? Wirklich? Die Leute, die das machen? Ja, ich hätte auch sehr gedacht. Viele Leute, die von jeder Band einfach immer einfach ein Foto haben mit den ganzen Autogrammen. Das ist super Standard. Das ich hätte auch genannt von dir. Ja. Ja, vor allem mit dem Shirt. Sorry, Schlo. Ja. Ja, ich hätte das gerne. Ja. Ich wüsste noch so viel, was ich Ihnen jetzt noch fragen könnte. Wir können noch so viel reden. Aber der Peter schaut die ganze Zeit schon so böse. Das finde ich cool. Part 2, alles, was wir erstmal nicht wissen. Aber dann ist Sushi mit dem T-Shirt. Das Shirt vom Atlas. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Und die Tattoos? Und die Tattoos, ja. Die sind ähnlich, echt. Das ja. Lass dich tätowieren bis zum nächsten Mal. Also ich darf erst wiederkommen, wenn ich tätowiert bin. Hast du gar keine? Nein, ich bin ganz... Ich habe Haare. Aber das ist wieder cool eigentlich. Das ist... Es was? Gibt, jetzt, ja, nicht die Anti-Tattoo-Bewegung. Ja, genau. Es ist jetzt gehst du in eine Party und es ist schwer zu finden, einer, der nicht tätowiert. Ja, das bin jetzt ich, ne? Genau. Ja. Deswegen, jetzt ist es cool. Ja, ich bin... Keine Ahnung, warum. Das ist so. Ich habe immer lange überlegt, aber dann irgendwie so naja. Vielleicht passiert es irgendwann noch. Wenn wir wieder in Wacken spielen. Da kann man sich nämlich gratis tätowieren lassen. Da haben wir eh drüber geredet. Ja. Ja, das war das Einzige. Entschuldigung, ich habe deine Band erst einmal gesehen, aber das war damals in Wacken und da warst du gerade noch nicht dabei. Das war das letzte Gig ohne dich, oder? Und der wäre schon mit mir gewesen. Aber ja, ich konnte nicht. Das war der Geburtstermin von meinem Sohn. Allerdings ist er früh geboren, aber trotzdem hätte man nicht riskieren können. Aber kommt sicher nochmal, oder? Ja, hoffe ich, dass wenn alles passt, ist das ja jetzt auch wieder alles gut. Also hoffen wir. Also warst du für euer gebucht, Wacken? Es war da relativ. Also ich glaube nicht, dass ich das so. Ach so. So sagen kann. Jetzt müssen wir doch schneiden. Jetzt müssen wir es doch ich schneiden. Ich frage nach, ob wir das sagen könnten. Aber wir blieben so. Genau. Sonst muss man es wirklich schneiden. Oder statt Wacken macht es so drüber Nova Rock. Also er hat dann am Nova Rock geschminkt. Sag mal so, der Corona-Krise ist passiert. Jetzt kann ich sagen, weil wenn es nicht geht, dann muss es ja wirklich wegschneiden. Aber wir wären fix im Wacken gewesen und es war noch nicht die machen nicht immer Welle, wenn die veröffentlichen, welche Bands dazu kommen. Und es wurde gecancelt, bevor wir in unsere Welle gekommen sind. Was auch wehgetan hat, weil ich wollte auch zumindest, wäre cool gewesen, dass die Leute wissen, dass ich Wacken fast gespielt habe. Ja, aber solange ich weiß, die übernehmen alles für nächstes Jahr. Also es sollte passieren. Ja, wir waren schon confirmed, aber wir haben noch keine Bestätigung für nächstes Jahr. Also. Wir auch nicht. Also ich habe nur gehört, dass es sollte passieren, aber wir haben auch keine Bestätigung. Okay, wir müssen jetzt irgendwie, müssen wir uns verabschieden oder so? Oder macht man sowas hier? Verabschieden wir uns? Ja, sicher. Ich glaube, wir dürfen eventuell nochmals kommen. Yeah. Ich weiß nicht, ob es interessant war. Ja, das ist, wir haben Beziehungen hier. Ja. Also, ja. Wir dürfen nochmal kommen. Ich kenne da wen. Ja, wir stehen auf Gitarren, Dusche auf Pedalen. Ja, bitte das nächste Mal noch mehr. Und ja, die Technik ist stressig, aber doch gut. Ja. Okay, na dann, das war Part 1. Genau. Wunderbar. Von 10. Danke, Herr. David. Ah, okay. Wie lang war das jetzt? Was? Alter, ich hätte echt noch einiges sagen können. Genau. Das ist, ihr müsst noch.